Hallöchen, ihr geilen Stecher. Und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich muss jetzt mal erst nachgucken, läuft die Aufnahme? Weil das ist immer so meine größte Befürchtung. Weil ich kann jetzt nicht einfach bis hier vorne hin spielen. Und sagen, yo. Ja, geht nicht. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt bisher. Ja, jetzt schön abends. Habe ich eigentlich eine Waffe ausgewählt? Ja, habe ich. Wie wähle ich ihn nochmal? Kann ich ihn nochmal nehmen? Ah. Ich habe keinen Bock jetzt zu fighten, weil ich nicht so viel Leben habe. Ja, werden wir. Gebe froh, uns einer findet. Achte wegen mir keinen Kopf. Du weißt, ich kann dich nicht hier lassen, wenn sie dich finden. Ich weiß. Ich wollte es ja selbst machen. Aber ich habe nicht die Kraft. Was ist das für ein Gezick? Was war das? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Au. Scheiße! Nein! Du bist tot! Ja, ich weiß. Wir werden jetzt das Spiel laden. Weil ich meinen Mate angegriffen habe, ich Holzkopf. Pfeil und Bogen nehmen sollen. Ich bin der King of the Rabbits. Habt ihr die Folge gesehen? Die müsst ihr euch angucken. Ey. Also ich bin echt ein Baba gewesen. Die Folge lief echt gut. Was war das? Das wird mir eine Freude. Oh. Mist. Ha. Ja. Plündern. Was kann ich denn gebrauchen? Also, wir nehmen die Fackel, wir nehmen die Groschen. Ja, alle. Scheiße. Kommunionskelch kann man verkaufen. Und berichte, was du gesehen hast. Ich halte hier so lange die Stellung. Ich gehe jetzt mal jetzt plündern, du Affe. Blutiger Hufkratzer. Nehmen wir. Billiger Wein, nehmen wir. Hufkratzer. Brot kannst du behalten. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Groschen nehmen wir. Langstreckenpfeile. Nehmen wir. Und Trinkwasser. Ah, das ist nicht mehr so gut. Gut, jetzt gehen wir zurück und berichten, so wie der gerade sagt. Ich habe das nur mit halbem. Das hörte sich ganz weit weg an. Ah. Oder das sollen wir doch jetzt machen, oder nicht, ne? Finde den Besitzer des Hufkratzers im Neuhof. Alles klar. Das werden wir auch tun. Direkt. So, ich finde es schade, dass man am Anfang, nicht so wie bei, oder halt bei den Gothic und Resin Teilen ist es ja später, sich aussuchen kann, wo man hingeht. Ne? Jetzt hier zum Beispiel, ob man nur für sich selber kämpft, für den komischen Heini, wofür wir jetzt kämpfen, oder halt diesen schwarzen Riesen. Moment. Ah, er steht auch schon nicht mehr hier. Eben war er noch hier. Ja. Rotschopf. Weißt du, wo Rotschopf ist? Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du?
Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschop war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Laschikowski. Möge Gott über dich wachen. Jo, dich auch, Digga. Hallo. Ah. Da ist wieder was. Ich frage mich, warum das einer macht. Das werden wir jetzt herausfinden. Vielleicht darf ich ihm auch aufs Maul hauen. Na, Pebbles, alles gut bei dir? Jakob war doch der hier, ne? Ich bin doch nicht... Bin ich jetzt total bescheuert? Scheiß auf alles! Jo. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Köhler. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Mach's gut! Okay. Huch. Ah, jetzt speichert er wieder. So, das werden wir jetzt ihm sagen. Guten Tag. Jo, Mahlzeit. Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Hm. Und warum glaubst du das? Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Er verhielt sich verdächtig, als ich ihn befragte. Was meinst du damit? Er wand sich wie ein Wurm und sagte kaum etwas. Es könnte der Schreck gewesen sein. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Ratei. Okay. Ist gut, Herr. Alles klar. Brauch keine Mach's Übung. Gut. Ich habe gerade erst aufs Maul bekommen. So. N. Questlog. Jetzt muss ich den mal ersuchen. Jakob bricht da seine... Im Süden. Okay. Was war das denn? Oh lol. Gibt es Sachen? Im Süden. Ich muss hier... Ach, kann ich hier raus? Jo. Er sagte zwar beim Bach her, aber... Ah, hier sind die Pferde alle. So Richtung Süden, hui. Und ich werde es wieder sagen, das Spiel ist hübsch. Ich finde es schade, dass man nicht in Third Person spielen kann oder so mal rauszoomen kann oder so. Wie ist das eigentlich mit dem Hunger? 108, alles gut. Ich muss noch diesen Arzt finden, den ich bezahlen muss.
Ich will das nicht unbedingt machen mit dem Clown. Was sind Köhler? Sind das die, die nach Kohle graben? Ich weiß nicht, was ein Köhler ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, so die Mittelalterzeit ist bei mir immer so, ja, so ein Hin und Her. Weil manche Wörter kenne ich, manche nicht. Aber ich glaube, hier braucht man nur zwei Hauptworte. Das ist Hurensohn und Bastard. Also wirklich. So. Hui. Ah, er kann da hochklettern. Das wollte ich jetzt eigentlich wissen. Ah, mir juckt mein Bein. Oder mit der anderen Hand erstmal weiterlaufen. Sühnenkreuz. Was ist ein Das ist ein Sühnenkreuz. Lesen. Pascal Grob. Hat er nicht gegraben, er grob. Ach. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich glaube, ich laufe hier wirklich in so eine Falle rein. Aber warten wir es ab. Wer ist das da? Wir können ja mal mit ein paar Leuten hier reden, ne? Das wäre auch mal eine Idee. Moin! Ein Wanderer. Mit den Wanderern kann man hier reden, oder? Danke für die Information. Ah, da. Ich komme jetzt rein. Ein Lager entdeckt. Wunderbar. Ich will nur reden. Glück und Gesundheit. Gleichfalls. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köder. Versuch's bei denen. Wow. Du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten. Nein. Aber sie wirkt nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folg dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Ich glaube, gut. Ich werde mich anderswo umhören. Das stimmt, wir schauen mal nach. Die machen Holzkohle, kann das? Ja, stehlen will ich hier nicht. Noch nicht.
schau mal eben nach. Questlog. Frage die Köder im Norden. Really? Bitte was? Diese kleine Anhöhe und du... spinnst doch. Kann ich mich eigentlich hier an so einem Bach auch irgendwie waschen? Nö. Komisch. By the way, nochmal so. Kann sein, dass ich heute versuche zu streamen. Ich hab gedacht, ich gehe die Straße entlang. Was ist denn da? Ich werde gar nichts davon tun. Ich verpiss mich. Nehmt ihn, nicht mich. Ach was. Was passiert, wenn ich mich ergebe? Was passiert, wenn ich kämpfe? Oh Gott. What the fuck? Yo. Ich ergebe mich. Ich hab mich doch ergeben. Oh, verpisst euch. Dano, nahui, suka, blit. Nummer 1, du bist genauso tot wie dein Kollege. Hör doch mal. Jovan, eile, verlaut. Gewöhnlicher Säbel, den nehme ich mal mit. Oh, komm an. Erstmal deine Groschen. Hehehe. Räucherwürstchen, die nehmen wir mit. Moment! Alter Vater. Dörrfleisch. Dörrfleisch ist immer gut. Diesen Säbel nehmen wir mit. Jo. Hatte keine Groschen? Doch. Ich will noch die anderen beiden finden. Weil, die auch Groschen haben. Werden, tun, wollen.
Wir machen mal kurz überlängert. Wir werden jetzt mal eben kurz noch die beiden da Groschen nehmen. Ja, ich werde keine Rüstung von denen nehmen. Das wäre ja total bescheuert. Ich bin gerade überladen auch. Den habe ich noch gesucht. Oh, der hat Speck. Dann nehmen wir mal mit. Lecker Speck. So. Nahrung. Wir werden jetzt ein bisschen was essen. Das reicht schon. Weil ich wieder mal überfressen bin. Ich frage mich, was die Hand unten links bedeutet. Auf jeden Fall müssen wir in die Richtung. Oh. Ich will jetzt mal erst mit meinem Chef da reden. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und sage tschüss. Bis dann.